Hallo und willkommen zurück bei Was ist in der Box? Dieses Video hier wird etwas anders als die Videos, die ich normalerweise plane. Das hier wird kein Unboxing-Channel, also keine Angst, ja. Meine Freundin hat mich letztens auf ein Facebook-Posting aufmerksam gemacht. Darin wurde eine sogenannte Amazon Mystery Box angeboten. Besteht wohl aus irgendwelchen Warenrückläufern und man konnte da auch zwischen verschiedenen Größen wählen. Ich habe mich hier für die größte entschieden und die ist heute tatsächlich angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Die scheint auch eine ganz schöne Reise hinter sich zu haben. Ist hier mehrfach verklebt. Also, eigentlich sollte es in dieser Box irgendein technisches Gerät geben. Meine Freundin hofft natürlich auf irgendwie ein Laptop oder ein iPad oder so. Auch die Kommentare, die unter diesem Post standen, haben alle irgendwie gesagt, ja, hier ist ein super iPad mit drin und Schnickschnack. Ich stehe der ganzen Sache etwas skeptisch gegenüber. Bin mal gespannt, was jetzt hier erwartet, meine Güte. So, jetzt aber. Willst du ja auch nicht kaputt machen, falls da was drin ist. Aha. Eine schwarze Box. Mystery Box steht drauf. Bin mal gespannt. Ja? Ist ein Ei-Massager. ja, dann probieren wir doch mal den Ei-Massager aus. User Manual. Okay. Ja. Mal sehen. Ja, zumindest wieder ein Micro-USB-Kabel. Und das hier. Es hat Ähnlichkeit mit der Oculus Quest. Das ist ja witzig. Das ist ja wirklich witzig. Moment. Hat schon so seine Ähnlichkeiten, ne? Okay, probieren wir das ganze Ding nochmal aus. Mal sehen, vielleicht hat das Ding ja auch Saft. Yes. Welcome to using Smart Eye Massager. Automatic Mode. Das geht ja direkt los. Pumpt sich da anscheinend mit Luft auf, die dann so ein bisschen wieder ganz leicht auf die Augen drückt und an die Seiten, okay. Und dann dudelt die ganze Zeit diese Melodie. Ah, okay, es wird auch warm, wobei ich nicht weiß, ob das ein gutes Zeichen ist. Hallo, Markus aus dem Videoschnitt hier. Ich möchte euch etwas von diesem wahnsinnig spannenden Video erlösen. Moment, hier, ich habe eine Idee. Ich peppe jetzt schnell etwas auf, indem ich ein Katzengif einfüge. So, besser. Dass sich in dieser Mystery-Box solch ein Blödsinn befindet, konnte ja keiner ahnen. Naja, eigentlich schon. Selbst schuld, wenn man auf so etwas hereinfällt, würde ich da sagen. Dabei sollte es doch eigentlich etwas Schönes sein, wenn man eine Überraschung bekommt. Wie diese Katze. Oh, sieht sie euch an. Vielleicht muss ich mir doch mal eine zulegen. Aber das verträgt sich dann auch nicht so gut mit meiner Katzenallergie. Naja.
Dass ihr hier immer noch zuseht, finde ich übrigens echt erstaunlich. Danke dafür. Das bedeutet mir sehr viel. Wenn ihr jetzt noch auf Abonnieren klicken könntet, wäre ich echt froh. Das hilft mir auch weiterhin, Videos zu machen. Die nächsten werden auch spannender. Versprochen. Hier als Entschädigung noch eine Extrakatze. Sind die nicht niedlich? Oh, ich glaube, es geht weiter. Ja, vielleicht wird das ja hier auf der Kamera so ein bisschen aufgenommen. Der pumpt sich da halt immer voll. Dann macht er pfff. Ja. Kann ich es empfehlen, Mystery Boxen im Internet zu bestellen? Nein, lasst das. Schaltet also auch wieder das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, ich habe keinen Gag für den Schluss vorbereitet. Bis dahin, euer Direktor.